Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Windscape. Bevor wir losgehen zur Mine, gucken wir erst noch mal hier einmal im Haus nach. In der Wald, das Wassermühle. Das sollte ich mir... Genau, randalieren Sie ruhig rum, Vibe. Warum auch nicht? Ob es hier was zu kaunern gibt, aber gibt es gerade leider nicht. So. Und bevor wir zur Mine gehen... Gehen wir erstmal da drüben hin, weil da ist nämlich noch ein Banditenlager. Und das Banditenlager, das weiß ich noch aus dem Angespielt, beinhaltet Banditen. Ja, ja, wer hätte das gedacht? Nein, und beinhaltet nicht nur Banditen, sondern hat auch noch den großen Vorteil, dass sie eine Waffe dort droppen. Wenn sie es denn droppen, das weiß ich ja nicht, ob das immer so ist. Es muss ja nicht immer der gleiche Drop sein, den die haben. So, erstmal beklauen. Da haben wir nämlich jetzt die Magier. Au! Die hauen einem nämlich direkt mal 10 HP weg mit einem Schlag. Die sind nämlich eine ganze Ecke härter. Und da haben wir jetzt den Bogen gefunden. Genau deswegen habe ich nämlich gerade auch so viele Pfeile gekauft. Weil ich ja wusste, dass ich den Bogen bekomme. Und weil ich weiß, was meine Treffergenauigkeit angeht. Von daher brauche ich viele Pfeile. So. Hab ich irgendwas übersehen? Gibt es hier noch irgendwas zu plündern oder zu... abzubauen. Wir können noch ein bisschen Holz mitnehmen, wo wir mal hier stehen, wa? Nehmen wir den Baum mal hier weg. Blöde Kiefer. Na komm. Ja klar fällt jetzt ein. Eins, zwei, drei, vier. So, dann gehen wir erstmal Richtung Mine. Wir werden allerdings noch nicht reingehen, denn wir werden erstmal den Rest von der Ebene hier mal leer machen. Na, guck mal, da oben, da ist noch ein bisschen Erz. Und wir werden gucken, ob wir möglicherweise... ...das zweite Pallaserz finden. Heißt es so? Die Bienen sind wahrscheinlich... Ah, der Wolf ist auch schon wieder da. Sehr schön. Mehr oder weniger sehr schön. Nein, nicht die Kiefer. Hör auf damit. Pfui. Das dauert viel zu lange. Dass die Viecher hier alle so schnell ab... Neues Spawn, das ist echt ein bisschen ärgerlich. So, die Königin ist tot. Ja, hat aber auch nur keinen Patrick, weil er jetzt gerade nicht im Teamspeak sitzt. Das könnte man ja ändern, aber das möchte ich gerade gar nicht. Ich bin froh, wenn ich noch bis 14.30 Uhr von dem Ruhe habe. Nein. So, die Mine kommt hier drüben gleich irgendwo. Steine haben wir echt tatsächlich noch so gut wie keine gefunden. Das ist ein bisschen verwunderlich. Wir finden hier mehr Erze als Steine. Das ist irgendwie... Wer weiß, vielleicht auf dieser Insel normal. Au! Du kleine Wurst! Ihr kleinen Würste, meine ich natürlich. Wir greifen zweimal an und verhauen sich dann hier wieder. Tschüss! Freunde der Sonne, so haben wir aber nicht gewettet hier.
Das war aber jetzt ein bisschen unsexy. Oh, 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 oh. So. Ein Bogen in der Not tut's auch. So, hier ist die Mine, die uns jetzt gerade im Moment aber erstmal nicht weiter interessieren soll. Denn ich möchte ganz gerne diese Ebene hier einmal erkunden. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Interessantes, außer das Pallaserz da oben. Ah, wir müssen da über diesen umgeknickten Baum, glaube ich, drüber. Sofern mich mein Verstand nicht wieder trügen möchte. Okay, mein Verstand möchte mich trügen. Ist also mehr zu Deko-Zwecken. Dann laufen wir doch einfach mal den Weg hier hoch, der hier vorgegeben ist. Was bist du für ein Äffchen? Wie viele Gegner hat's denn hier? Voll daneben, super. So, noch ein Banditenlager ausgemistet. 6-mal Kupfererz, nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass das sein Vorrat war, der für die nächsten Monate reichen muss. Nein, nicht die Kiefer. Oha, was ist das denn da? Da wachsen hier Pilze. Aha. Was auch mal dieser seltsame Schrein jetzt getan hat mit mir. Oh, Rokanin. Das erste, glaube ich, was wir gefunden haben hier. Ba, 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 da, ba. Also ich finde das echt halt total knuffig gemacht von der Grafik her. Gefällt mir richtig gut. Hat ein bisschen was von Unturned, das ist so ziemlich die gleiche Grafik gewesen. Schön glatte, einfarbige Texturen. Macht aber auch nichts. Tut dem Gameplay an sich jetzt in keinster Weise einen Abbruch. Okay, da kommen wir nicht hin. Drüben sind auch Wölfe. Da würde ich mal sagen, klopfen wir da nochmal an. LOL, getroffen. So, wie kommen wir denn jetzt dahin, wo ich das Ding gesehen hatte? Das Erz. Bestimmt hier irgendwo lang. Okay, hier gibt es nochmal einen Speicherpunkt. Nicht zu verachten.
Dann gehen wir doch mal hier rein in die Höhle, würde ich sagen, oder? Da waren wir noch nicht drin, also. Rinn in die gute Stube, aber ich würde sagen, wir nehmen doch mal erstmal das Schwert in die Hand. Das ist vielleicht ein bisschen besser als ein Bogen jetzt gerade mal. Mich dünkt dies was größer. Schon eine merkwürdige Wolfshöhle. Die horten hier einfach mal alles. Und die auch so alles brauchen. Schubkarren, Fässer. Alles, was Wolf von heute so braucht zum Überleben, ne, würde ich sagen. Aber das hat ja jetzt gut funktioniert. Ich glaube, ich springe mal einfach runter hier. Die waren aber was robuster jetzt hier. Vielleicht soll ich doch mal ganz kurz den Bogen nehmen hier. Wahrscheinlich war das jetzt tatsächlich der letzte. Aber selbstverständlich war das der letzte. Was war denn hier? Benjamins Körbchen. Okay. Kennen wir Benjamin denn schon? Das ist natürlich ein bisschen Pfeilverschwendung, was ich hier gerade mache. Vor allem, weil wir nur 53 haben. Ich gehe mal auf das Kurzschwert wieder. Und dann gehen wir aus der Höhle raus. Diese unglaublich große, umfangreiche Höhle. Naja, macht ja nichts. Hey, das ging schnell. So, durch die Tür. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir das Zeug hier gefunden hatten. Ich meine, das war hier irgendwo... Ah, kommen wir hier hoch vielleicht? Ja, ich glaube, hier kommen wir nämlich hoch. Das ist genau dafür gemacht. Da ist es auch schon. So, weiteres Palas. Damit haben wir 2 von 3 gefunden, wenn mich mein Gedächtnis jetzt nicht täuscht. Ja, Banditenlager haben wir 3 von 3, also alle geplündert. Ein Palast fehlt uns noch. Und jetzt ist die Frage, wo könnte das sein? Theoretisch überall. Ich hoffe mal, ich kriege keinen Fallschaden hier. So, hier drüben haben wir noch einen Wolfi. Hallo. Das habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal erst gerallt, dass man die auch aufladen kann. Ja, manchmal bin ich schon ein sehr schlaues Mädchen. Das ist wohl richtig. So, wir gehen da mal ganz kurz eben... Ja, hier warten wir mal ganz kurz. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, danke fürs Zuschauen und ciao.